Ich glaube, so Können wir leider damit. Also, eine Frau hat mir auch geschrieben, asiatisch, die wurde in Hamburg öfters auch gemacht, angemacht von Männern auf der Straße. Das geht für mich gar nicht. Und deswegen mache ich einen Clip. Wie kann man auf der Straße agieren? Und wie kann ich Konfrontation meiden? Das hat mich schon einer angeschrieben. Ich soll meinen Clip drüber drehen. Also man kann schon im Vorfeld viele Sachen vermeiden. Wobei sich da jetzt die Opfer nicht schuldig fühlen sollen, wenn es schon passiert ist. Weil in so einer brenzligen Situation kommt man schnell. Und auch ist auch ganz verständlich, wenn irgendwie was beängstigendes und erschreckendes wirkt, dass man dann auch ängstlich wirkt. Und deswegen sollen sich eigentlich die Täter sich schuldig fühlen und nicht die Opfer. Und aber man kann im Vorfeld vermeiden, gewisse Gegenden meiden. Ja? Also in keine Ghetto-Gegenden einlaufen. Soweit es geht, die Gegend meiden, dann öffentliche Straßen gegangen, also keine Sackgassen oder Hinterhöfe, vor allem nicht, wenn es Nacht wird, sondern belebte Straßen gehen, weil die Täter, wo viel los ist, werden die nicht agieren oder kaum agieren, ja. Und wenn, dann kann man Hilfe schreien, ja. Einer hat gesagt, man soll schreien Feuer, ja. Ja, die kennt die Aussage von der EWTO, dass die Leute auf Feuer eher reagieren wie auf Hilfe. Bin kein Freund davon, weil einfach das ja die Situation falsch darstellt. Ja. In einer Feuerschreie, da schaue ich nach einem Feuer oder rufe Feuerwehr an. Vor vielen Jahren hat eine Frau Hilfe geschrien und ich bin runtergerannt von meinem Haus. Wenn jemand nach Feuer geschrien hätte, hätte ich geschaut, ob ich Feuer sehe oder so. Und wenn ich keinen gesehen hätte, Rauch oder so, hätte ich nichts gemacht. Ja. Also es ist immer ein bisschen, ja. Und dann ist halt auch wichtig die Ganghaltung. Ja. Wenn ich schon tollpatschig wog, ja, oder schon ein bisschen gebuckt daherkomme, dann kann ich auch dem Gegenüber signalisieren, mit mir kann man es machen. Und so weiter. Und deswegen ist einfach das bewusst daherlaufen. Ob jetzt Männer, Frauen, ja. Wenn ich selbstbewusst daherkomme, dann strahle ich gewisse Aura aus und auch gewisse Stärke. Und so die Person wird weniger angegriffen, wie wenn jemand, der schon gebückt daherkommt, ja. Die Haltung ist sehr wichtig, dann aber auch nicht so extreme Haltung. Wenn ich so daherkomme, dann provoziere ich auch, dass mich jemand angreift. Also es soll schon eine normale Haltung sein, aufrecht, nicht gebuckt, sondern aufrecht und da kann man sowas auch verhindern. Dann im Vorfeld man muss auch, das mache ich automatisch, wenn mir auf der Straße jemand begegnet, dass ich automatisch schaue, wie kommt er daher, wie sind seine Schultern, was hat er in der Hand. Das sollte man automatisch schauen. Ja. Wenn jemand schon vergrammt ist oder aggressiv oder hat schon ein Messer in der Hand oder was auch immer, möchte was in der Tasche und Regenschirm in der Hand. Auf solche Sachen im Vorfeld agieren oder schauen, ja, dass man vielleicht auch ein bisschen Abstand haben kann beim Laufen. Ja. Oder da kommt der Auto, der Typ ist schon ein bisschen aggressiv, dann lauf auf der Seite rum. Das sind also Faktoren, wo man berücksichtigen kann. Ja. Allerdings, wir haben Ghetto-Gegenden bei uns im Schwäbischen auch sehr viel in meiner Stadt. Hamburg, ich kenne mich gar nicht aus. Ja. Und ich hasse Ghettos. Ja. Weil, gut, es gibt auch dann so Ghetto-Cools, die nicht schlecht sind. Ja. Aber so die, was am Ghettos abgeht mit Drogenhandel und Vergewaltigung und Straßenkämpferei, die braucht kein Mensch. Ja. Und eine Regierung, wo was taugen würde, würde noch mehr Sicherheit schauen, dass sowas so die Gebiete nicht geben würde. Ja. Aber die gibt es leider und da muss man halt drauf agieren. Ja. Also, wir fassen zusammen, Haltung wichtig, wie laufe ich, Beobachtungsgabe, ja, im Vorfeld. Du hast auch gesagt, du bist angespuckt worden,
Ja? Wenn einer aggressiv ist, man merkt schon 10 Meter im Vorfeld, und wenn er dann so, und beim Spucken muss man ja die Backen so machen, ja? Dass man im Vorfeld kurz vor dem Vorbeilauf die beobachtet, damit die Backen so, dass ich meine Hände vorhalte oder ein bisschen ausweiche, ja? Also Beobachtungsgabe auch wichtig, Ghetto-Gegende meiden und öffentliche Straßen laufen. Dann soweit es geht auch im Vorfeld durch Beobachtung Konfrontation meiden. Aber wenn es nicht möglich ist, dann muss man auch Techniken zeigen, ja, wenn wenn ich angegriffen war in dem direkt, ja, da muss ich auch Techniken zeigen. Und wenn einer auf mich zuguckt mit der Faust, hau dem das Knieschäb weg, schlagen auf die Nase. Ja. Und gerade wenn jemand nur eine Frau ist und es ist ein großer, starker Mann, dann immer auf die Stelle hauen, wo kein Muskel ist. Ja. Gerade Knieschäb passt sich an, ja. Nase, Hals, Schläfe, ja. Und im Vorfeld, du hast gesagt, du musst Muay Thai boxen. Das ist ja eigentlich die effektivste Kampfart. Mach weiter, ja. Wenn du Zeit hast, lern noch was anderes dazu. Wie ein Jung oder so wäre eine perfekte Kombi. Aber gerade Muay Thai, da gibt es auch Wettkampfformen. Und ich werde auch Wettkämpfe machen. Mit Emotionen in Wettkämpfe, ja, die nimmst du auf der Straße mit. Ja. Und wenn du dich einen Monat, zwei Monate, drei Monate auf den Wettkampf vorbereitest, da ist auch Angst da. Da sind die Emotionen da. Da sind die Gedanken da. Und das Gefecht im Ring oder auf der Straße, ja, wo der Gegner dich einfach nicht schön aussehen lassen will. Ja. In einem Showkampf oder Demonstration oder am Training, wo der Gegner dir noch vielleicht noch automatisch ein bisschen entgegenkommt, dann siehst du gut aus, ja. Und im Wettkampf und auf der Straße, der Gegner will stinkig aussehen, ja. Wenn ein Kind will einen Low-Kick machen, dann versucht er das zu verhindern, ja. Und wenn du im Wettkampf gut bist und Muay Thai ist halt, dann eigentlich gibt's Wettkampfformen, die sind eigentlich in Thailand am besten, wo auf der Straße gar noch es gibt keine Wettkampfform, wo total so ist wie auf der Straße, aber wo der Realfall schon am ähnlichsten ist. Mach Wettkampf, wenn du der Vollkontakt gewöhnt bist, ja, und die Emotionen gewöhnt bist zu beherrschen im Vollkontakt, dann bist du auch die Emotionen auf der Straße eher angepasst und also die Emotionen schafft auf der Straße mit. Und dann bist du auf der Straße, hast du dann noch mehr Chance, die zu wehren, wenn du Wettkampf Vollkontakt gewöhnt bist. Ja. Natürlich ist auf der Straße immer noch ein großer Unterschied. Gibt es keine Regler, können die Meere angreifen und so weiter. Ja. Aber wenn ich weiß, was mein Faustwert ist und was in meine Beine ist und ich den Vollkontakt gewöhnt bin und das Gefecht gewöhnt bin und meine Technik im Gefecht gewöhnt ist, dann habe ich auf der Straße bessere Chancen, als wenn ich nur leichte Sparring im Training mache. Ja. Dann lernt man ein bisschen das Wegstecken, was auch wichtig ist. Und wie schon gesagt, ein vermeidender Kampf ist der beste Kampf. Ja. Einfach, wenn es gerade im Vorfeld zu vermeiden. Und gerade als Muay Thai Boxer ist eigentlich das Effektivste, falls ich agiert war, in Notwehr mich zu wehren. Und jetzt, gerade wenn du regelmäßig angemacht wirst und vor allem immer von den gleichen Personen, falls so ist, du hast ja gesagt, du hast einen Freundeskreis, geh zum Freundeskreis hin, sprech mit denen, geh zur Polizei, Polizei für Sicherheit und Ordnung da, die würde helfen. Und wie schon gesagt, vermeid gewisse Gegenden, geh dagegen gar nicht reinlaufen und immer öffentliche Straßen,
fahren im Dunkeln. Wenn du weggehst, immer, wenn es geht, im Freundeskreis weggehen, ja, und immer da sein, wo viel los ist, weil da sind die Arschlöcher nicht da oder weniger da und die Übergriffe sind fast kaum vorhanden. Und vermeide dunkle Gegenden, mehr kann ich jetzt leider nicht sagen, ja. Also mir macht so eine Geschichte traurig, wenn Frauen mir schreiben, ja, es wird jetzt regelmäßig auf der Straße gemacht, ja, und ich sehe halt auch die Schwäche der Regierung, die kann immer noch Sicherheit und Ordnung schauen, und also ich fühle mich in der Volksrepublik China sicherer, weil die Sicherheit gegeben ist, als hier in der Bundesrepublik hier, ja, und aber wie schon gesagt, beacht die ganze Sache, da wird es auch nicht mehr passieren. Und gerade jetzt auch vertraut die der Polizei auch, die ist auch der Sicherheit und Recht und Ordnung da. Und dann wird auch nichts mehr schief gehen. Zeit sehen, Zeit sehen.